Hallo und herzlich willkommen zurück bei Folge 9 von The Last Guardian. Ich Wir glaube, wir sind sind durchgetricoat. mittlerweile beste Freunde mit unserem gefiederten Freund hier. Da geht die Leiter hoch. Das heißt, die Hörner langsam wieder nachwachsen? Oh ja. Oder waren schon immer diese Nee, das eine war komplett Stupsel? abgebrochen, glaube ich. In der Meinung, das eine war komplett abgeschnitten. Ja, oder? Ja. Okay, hops. Könnte sich jetzt auch täuschen, aber mir kommt gerade so vor, dass die Stupsel neu sind oder so. So. Warum ist er gerade runtergegangen? So, irgendwie hatte ich jetzt gerade mich verguckt. Ich dachte, die Leiter wäre da. Ja, ihr Nee. müsst mich wissen, es spiegelt auf meiner Seite echt ein bisschen doll, weil die Lampe halt näher an mir dran ist. Dadurch sehe ich halt manchmal, gerade wenn es dunkel ist, Sachen nicht. Abgesehen davon, dass ich generell ein Blindfisch bin. Wir sind Goldfisch und Blindfisch, das ist das Ja, gleich. danke, Kamera. Ja, nach oben, Trico. So, auf das Köpfchen. Und ja, das ist richtig. Ach, da. Das ist richtig. Ja. Ja. Und jetzt da nach oben. Und Kackt er gerade? ich weiß es nicht. Trigo, wir. Trico? Alles in Ordnung? Trico? Na gut. Ja, das ist richtig da. Das ist schön, dass du es siehst. Ja. Wir wollen da nach oben. Oder hier ran. Warte mal. Ich habe jetzt wieder zur Tür, ne? Trico, was? Ich glaube, Trico ist kaputt. Wir haben Trico kaputt gemacht. Nein! Nein! Trico! Okay, gut, Trico, hast. Nein! Oh Gott! Nicht weglaufen! Ah, jetzt guckt er sich erstmal wieder um. Wahrscheinlich muss ich nochmal kurz Abstand nehmen. Jetzt noch einmal wenden. Na. Ich schaff das. Und jetzt der lang Traco. Es haben halt auch viele geschrieben, dass sie durchaus verstehen können, wenn es einen als Spieler frustriert. Dass er halt manchmal dasteht und. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht gewollt. Ja, vor allem stand er nach oben. Was mache ich jetzt? Ja, Ich weiß, ja, er muss dann nach ja, da. oben. Warte mal, ich versuche mal ihn zu streicheln, wenn er da hinkommt. Das mochte er anscheinend nicht. Er mochte es zu sehr. Hab unser Tier eingeschläfert. Ja, braver Vogel. Vogelkatze. Nein, soll ich Vogelkatze ihn zum sucht. Schlafen bringen? Aber wie gesagt, es hat verschiedene. Ja, kann man. Es hat verschiedene Effekte, je nachdem, wo man ihn streichelt. Ja, ein braves Trollkuschel. Okay. Hier hänge ich gut. Ich stehe jetzt wieder auf, weil ich stehe jetzt auf, weil ich aufgehört habe, ihn zu streicheln. Ist ja krass. Da lang! Da lang, nach oben! Nach oben! Ja! Trico! Ja! Ja! Und jetzt hoch! 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 Nein! Oder übersehen wir gerade was? Ich weiß es nicht. Warte mal, er muss einfach nur irgendwo hoch. Da oben können wir Ja. auch lang. Trico hoch! Einfach hoch! Hoch! Ja? Es reicht auch, wenn du dich daran stützt. Du musst nur ganz kurz den Kopf ein bisschen höher heben. Du musst eigentlich nur irgendwo hoch. Es ist scheißegal wo. Ich glaube, Trike überdenkt gerade die wichtigsten philosophischen Fragen des Lebens. Wo kommen die Fässer her? Warum esse ich sie? Und jetzt, ja. Warum habe ich dir jetzt so einen komischen Knirps auf dem Kopf? Ja. Warum macht er das denn Was nicht? ist der Sinn des Lebens? Und was Ich will ist mal ganz mit kurz diesem gucken, Tor? ob wir gerade sozusagen. Ja, Hechtsprung, los, Junge! Let's. Hüpf. Warte mal, kann man Wir eigentlich. kennen uns, glaube ich, noch. Jetzt geht er wieder in die Tür ran, oder nicht, was? No! Oh Gott! Ja, doch, ja! Pass auf, weiter runter noch. Ja, ich will gucken, ob man theoretisch hier wieder hoch kann. Ich glaube nicht so wichtig, oder? Nee, warte mal, gehen wir mal ins Tiefer. Gucken wir mal, was Was da sind ist. hier unter der Brücke? So, fallen lassen. So. So, Trico, wenn du uns nicht hilfst, dann gehen wir halt. Man muss auch mal ein Statement setzen, okay. Das war das Statement. Warte.
So, da hinten. Nee, nee, auf Lichtscheine, die auf Wände fallen, falle ich nicht mehr rein. Na, nee, da ist... Oder? Ich glaube, dass dieser Gang nur dafür da war, falls man von den Dingern hätte... Ja. Oh, guck mal, hier sind Zeichnungen auf dem Boden. Okay. Die haben ja beim letzten Mal haben wir die gesehen, als da dieses war, dass wir Trico verlassen mussten. Kurz. Ja. Da waren die auf dem Boden und dann... Ja, Trico! Was sind wir, hä? Trico, wo sind wir? Na, such uns! Wo könnten wir sein? Aber warum? Das ist nur dafür da, wenn wir entdeckt worden sind, dass du halt hier unten langschleichen kannst. Ja, aber warum sind hier Symbole? Das hat mich gewundert. Ah, gut, aber es scheint jetzt nicht. Gut, Trico. Du hast deine Lektion hoffentlich gelernt. Da sind wir wieder. Naja, fast wäre es cool gewesen. So. Trico. Da lang. Dachte gerade, du bist einfach weitergehüpft. Nee, dafür kann ich mich jetzt wieder nicht bewegen. Ah, jetzt. Was so? Was war das? Naja, er hat ja gesagt, das Tier macht ihn langsam nach. Wenn er rumspringt und tollt, dann springt und tollt er auch herum. Und jetzt? Jetzt schüttelt er den Kopf. Wow! Trico! Böse! Geh doch mal da hoch, Tier! Wir sind nicht... Sie können ja, das Spiel nicht... Ja! Ja, komm! Nein! Nein! Oh. Was ist das dadurch, wenn ich dann zu ihm hochlaufe? Nee, ne? Ey, schau doch nach oben! Ich soll. Und jetzt da nach oben, Trico. Du musst nur denken... Oder können wir schon hoch, wenn er den Kopf so hoch hat? Ne, ein... Hallo Hintern. So, und jetzt den auf den Kopf? So, Trico nach vorne. Ich versuche jetzt mal Stick wirklich. Warum musst du Anlauf? Hat sich da doch. Ja? Volles Auge. Kind, stell dich. Oh Mann! Oh, der Kopf war gerade hoch. Erstmal will ich, dann macht er den Kopf hoch, dann hält man sich fest und dann müsste man in so einer Geschwindigkeit wieder auf den Kopf kommen und dann kommt halt die Steuerung ein bisschen dazwischen. Jetzt nochmal nach oben. Trico! Trico hoch! Ja, bitte! Trico? Da unser Trico ist verbuggt. Trico? Ja? Da hoch! Da hoch. Ja. 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 Ich will noch mal spielen. Lass mich. Nein. Nun. So viel dazu. Vor lauter Frust sprang der Junge in den Tod. Okay, Trico. Das war schon ganz gut. Probieren wir es noch mal. Wie wär's denn, wenn du mal da irgendwie so das Holz, so da, die Säule. Aber da ist ja ein Abgrund dazwischen, da kann er sich eigentlich nicht ranstellen. Er ist groß, das kriegt er hin, eigentlich. Trico, das ist nicht, dass wir dir befohlen haben. Führe unsere Befehle aus. So, es würde uns reichen, hier ranzukommen. Ja. Da? Ja. Tatsächlich ja. Nö. Ja, gut. Werter Sprecher. Du gibst doch sonst so gern Hinweise. Gib doch nun auch einen. Verstehen wir Trico nicht, oder was? Ja, Trico, das ist eine Tür. Das ist schön, dass du das erkennst. Eigentlich würde es einfach von Zwiebelritter diese Stimme fehlen. Guckt ja wirklich original dahin. Jetzt da nach oben.
Warte mal, was ist das, eine Tür da? Oder ist das einfach nur Licht? Ich glaube, das ist einfach nur Licht. Falco! Da nach oben! Ja! Auch eine schöne Perspektive. Kamera bitte wieder richtig drehen. Warte mal, ich habe eine ganz doofe Idee. Aber vielleicht... können wir das Tor wieder zumachen? Ach so. Falco quasi erkennt. Nee, ne? Ich glaube, oder? Greifen? Da hängt es so schlaff da. Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, man kann es nur ziehen, aber nicht wieder. Okay. War gedacht, dass man vielleicht das zumachen muss, damit Falco sozusagen erkennt. Wir müssen auf jeden Fall hier einen Weg finden, aber eigentlich weiß er es ja auch schon. Er schaut ja die ganze Zeit dann nach oben. Ja. Oder übersehen wir gerade irgendwie Möglichkeit, da hochzukommen? An einer anderen Stelle hochzuklettern. Er ist doch mit dem Kopf so nah da an der Stelle. Okay, das unlösbare Rätsel 2. Ich will nochmal. Tri-Conversion. Nein. Ein Hals. Ich wollte nicht an den Hals. Das ist ein schöner Hals, aber. Ach Junge, du kannst dich doch bestimmt da festhalten. Nope. Ey, Trico, du musst doch nur. Oder jetzt? Aber das ist ja zu hoch. Das ist nicht zu hoch für ihn eigentlich. Für den Jungen, meine ich. Ja. Aber kannst du jetzt von hier aus irgendwie da an die Säule hüpfen? Nee. Wie gesagt, er schaut nach. Er weiß ja auch, was wir wollen. Au. So, jetzt nimmt er nochmal Anlauf. Also wie gesagt, es stand wirklich, haben wir einige Tests gesagt, dass wirklich teilweise Kalko frustrierend lange nicht versteht, was man will. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass das nicht so sein soll, dass er so auf dem Schlauch steht. Wir müssen da nach oben. Ja, oder halt irgendwie an die Seite. Nee, warte mal. Nee, da würden wir auch nicht bis hinkommen. Ja. Da müssen wir schon bis ganz nach oben. Zeugus, beug doch deinen Kopf nicht die ganze Zeit so. Nochmal Befehl nach oben. Ja, nicht jetzt dein Ohr kratzen! Halt dich, jawoll! Ah, Hilfe! Kletterboy! Halten wir uns gerade mit dem Fuß fest. Au! Nein. Ja. Na, Trico. Hm. Hier habe ich gar nicht das Gefühl, dass er nicht die Lösung des Problems des Rätsels ist. Ja, was soll man sonst machen? Weiß ich doch nicht. Du kannst an der Säule lang klettern. Komm, Kind, da sind überall irgendwelche Einkerbungen. Da können sogar wir hochklettern. Ezio Auditore würde das sofort schaffen. Ja, richtige. Was willst du von mir? Hoch. Das verstehe ich nicht. Ja. Da, das ist hoch, wo du gerade hinguckst. Nein, das ist runter. Das ist runter. Tor. Ich mag dieses Tor. Öffne dich, Tor. Komm, geh auf. Leider, das Tor geht nicht auf. Das mag mich nicht. Dabei mag ich das Tor. Nein, jetzt nicht wieder den Kopf senken. So, jetzt nochmal. Kannst du jetzt irgendwo daran hüpfen? Wenn dann hier links, aber... Da direkt sofort. Er nimmt ihn halt auch immer sofort wieder runter. Sobald ich auf dem Kopf stehe, nimmt er den Kopf runter.
Das ist gerade echt so ein bisschen, als würde ich, sobald ich dann anfange, mich zu bewegen, denke ich, oh, ist falsch, und in den Kopf wieder runter. Nein, 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 au, au, au. Was haben wir dir eigentlich getan? Oh ja, du kraust jetzt auf meinen Kopf rum, das kribbelt. Kann ich auch mal schubsen. Das will ja eigentlich auch schaffen, sich zu so einer Säule, aber. Du kannst doch da einfach ganz wunderbar dich mal kurz hochstrecken. Befehl einfach noch weiter. Immer wieder befehlen. Wieder los! Da lang, nach oben. Zeige ich nicht hin. Weiter am Hinterkopf irgendwie festhalten? Versuche jetzt nochmal, wenn er da hinguckt, wo ich hin will, versuche ich nochmal ihn zu streicheln. Oder muss er es direkt sehen, den Befehl, dass du mit der Hand direkt vor ihm so nach oben zeigen musst? Ja, das Ding ist, man zeigt ja auch eigentlich nur in Richtung. Also man zeigt vorne, rechts, links, hinten oder auf der Stelle. Das ist wieder wahrscheinlich sowas Dummes irgendwie, das beim besten wir nicht verstehen. Was ich als erstes überlege, ist, ich kletter mal woanders hin bei ihm irgendwie. Wir haben ja gesagt, an unterschiedlichen Orten hat es unterschiedlichen Effekt auf ihn. Wenn man quasi irgendwo streicheln muss in dem Moment, dass man ihm sagt, das ist richtig, was du gerade machst. Aber ich weiß es nicht, weil eigentlich sonst probiert er halt auch einfach aus. Ja, bis jetzt, also das, was jetzt gerade nicht funktioniert, war bis jetzt noch nie ein Problem. Ja. Die ganze Zeit immer sofort, aha, okay, da nach oben, wieder Kopf strecken, fertig. Und jetzt starrt er nach oben, sieht es, weiß ja anscheinend auch, dass wir da hin wollen, aber er schreckt sich halt nicht weit genug. Wieder der Creep. Nix. Jetzt wäre das Tor. Jetzt. Dann versuchen wir das Tor wahrscheinlich auch zu machen. Ja. Komm, das richtig? Guck mal, ich kratze an dem Tor rum. Ist doch gut so, ne? Was willst du eigentlich? Menschen sind so dumm. Da hast du eine Wand! Bitte! Ja! Dich nicht! Schnuppern ist gut! Schnuppere, dass da eine Leiter ist! Wo willst du hin? Ja! Da? Ja, da will ich hin! Da willst du hin? Nein! Warte! Nicht! Na, ja! Nein, Draco! Nicht runter! Bleib runter! Bleib oben! Nicht runter! Bleib oben, Draco! Oh. Okay, also. Ich habe ihn jetzt am Rücken gestreichelt und dann hat er es sofort gemacht. Okay. Als er da hinguckt, habe ich ihn am Rücken gestreichelt und dann hat er es gemacht. Also vielleicht ist Rücken wirklich so... Bestätigung, das ist richtig, was du gerade machst. Ach, Trico, okay. Wir lernen die Steuerung unseres Tricos. Ja, weil sie haben uns nur gesagt, an unterschiedlichen Orten... Also es kann auch sein, dass es jetzt Zufall war. Ja. Was er einfach jetzt gesehen hat, aber... Müssen wir mal ausprobieren. Wenn nochmal so eine Stelle kommt, dann... So, jetzt müssen wir da durchkrabbeln anscheinend. Gucken, ne, auch keine... Sachen hier oben. Weil ich sag mal so, du musst es im Prinzip, du musst es steuern können. Weil es gibt ja auch die Trophäe, zum Beispiel Spiele, das spielen 5 Stunden durch. Und wenn das dann davon abhängt, ja. Ob Trico tut, was du gerade brauchst, naja, dann wäre das ein bisschen... Sehr merkwürdig. So, einmal runter. Mach es, dass er sich nicht festhält. Unser kleiner Backeljunge. Das wird eine schwere Geburt, meine Fresse. Ja.
Ja, ich habe ihn halt immer gestreichelt, wenn er hingeguckt hat, aber ja, also am Nacken ist beruhigen, ja. Im Kopf ist offenbar Schlaf. Also so. Hinlegen und so. Ja. Vielleicht ist es selber so, vielleicht heißt drücken wirklich. Das ist richtig, was du machst. So, und jetzt wieder. Ja, rein. Hoch. Ja. Aber in welch düsteres Loch Saruman sich dort hineinbegibt beim nächsten Mal. Das erfahren wir dann. Wir hoffen, dass Draco uns dann wieder mehr zu Diensten ist. Ja, sorry, dass wieder so eine Folge war, wo jetzt nicht viel passiert, aber ja, was sollen wir machen? Und her. Wenn Draco nicht will, dann will Draco halt nicht. Ja. Wir werden sehen, wie das beim nächsten Mal läuft. Bis dahin, euer Gauton. Und euer Saruman. Ciao.